Grüß Gott, Johannes Wittner, der Wanderer vom Eichhugel. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 665. Eichhugelwanderung am Samstag, dem 15. Jänner 2022. Sie sehen, ich bin nicht am Eichhugel, sondern ich sitze quasi in meinem vierten Wohnzimmer, dem Café Schwarzenberg in Wien an der Ringstraße. Vor dem Zweiten Weltkrieg hat es ja an die 100 Ringstraßencafés gegeben, so steht es zumindest geschrieben in dem Buch Kaffeehaus war überall von Friedrich Thorberg. Heute gibt es nur mehr an die 5 oder 6 Cafés an der Ringstraße. Das Schwarzenberg ist ein besonderes Café. Es ist nämlich eigentlich das Zentrum des musikalischen Wien. Und zwar liegt es ja im Schnittpunkt von Oper, Musikverein, Konzerthaus, Musikuniversität, Karlskirche, Konservatorium der Stadt Wien, die Nebengebäude der Musikuniversität. Ja, aus diesem Grund tauscht man sich hier aus und freut sich auch auf das Konzert. Gerade ist hier Martin Haselböck gesessen, ist gerade aufgestanden und weggegangen. Der Wiener Organist und Dirigent als Beethoven-Interpret hat ein großartiges Projekt auf die Beine gestellt. Resound Beethoven. Er ist drangegangen in den letzten Jahren und hat alle symphonischen Stücke von Beethoven in diesen und in jenen Sälen aufgeführt, in denen sie vor 200 Jahren meist unter Beethovens Leitung uraufgeführt worden sind. Im Theater an der Wien, im Festsaal der Akademie der Wissenschaften, das war damals noch der Festsaal der Universität. Tja, und so hat man versucht, hat er versucht, mit seiner Wiener Akademie den Klangeindruck noch einmal zu beschwören, den man vor 200 Jahren hatte, als man, den man vor 200 Jahren empfunden hatte, als man Beethoven bei der Uraufführung gehört hat. Ja, und ich sitze jetzt hier mit einem türkischen Kaffee. Je nachdem, von wem er serviert wird, heißt er dann türkischer oder bosnischer oder auch kurdischer oder serbischer Kaffee. Aber es ist immer dieselbe Herstellungsart, die wir von den Türken gelernt haben und die wir sehr schätzen. Und dann werde ich in den Musikverein gehen und dann werde ich Rachmaninow satt hören, heute zweimal. Einmal das Klavierkonzert Nummer 2 und, damit wir die Zahl nicht ändern brauchen, die zweite Sinfonie. In diesem Sinne viel Freude mit Samstagnachmittag und Rachmaninow.